wir hier zusammen. Um uns herum lodern Flammen und es ist kaum zu glauben. Kaum zu glauben. Wir kämpfen gegen tausend Riesen, doch wo wir sind, sind wir viele. Und es ist kaum zu glauben. Kaum zu glauben. Wir sind die, die aufrecht stehen. Wir stehen für Wahrheit und Freiheit und Liebe, seht her. Wir wollen leben und lieben, wir sind so viel mehr. Sie haben uns immer nur belogen, doch wir sind übers Nest geflogen. Und es ist kaum zu glauben, es ist kaum zu glauben. Sie wollen uns unsere Würde nehmen, doch wir stellen uns ihnen entgegen. Und es ist kaum zu glauben, kaum zu glauben. Wir sind die, die aufrecht stehen. Wir haben hinter Wir stehen für Wahrheit und Freiheit und Liebe, seht her. Wir wollen leben und lieben, wir sind so viel mehr. Wir stehen für Wahrheit und Freiheit und Liebe, seht her. Wir wollen leben und lieben. Zu lang geglaubt, man hatte zahmen Kopf. Sie haben uns die Luft geraubt, doch wir sind aufgewacht. Wir stehen für Wahrheit und Freiheit und Liebe, seht her. Wir wollen leben und lieben, wir sind so. Wir stehen für Wahrheit und Freiheit und Liebe, seht her. Wir wollen leben und lieben, wir sind so viel mehr. Wir sind so thank you.
den Krieg. Leute sind wir heute wieder. Wir wissen, warum wir hier sind. Wir haben das Problem erkannt. Danke an euch. Danke an die Fahrer der Zugmaschinen, dass ihr uns immer weiterhin unterstützt. Wenn jetzt jemand noch was sagen möchte, einen Redebeitrag, kann er gerne nach vorne treten. Wer? Achso. Applaus. Guten Abend. Ich möchte erstmal für meinen letzten Redebeitrag am letzten Montag um Abbitte. Ich habe was verwechselt, Fotograf und Friseur. Aber es ist ja eigentlich ziemlich schnurz, ob es nun jener oder dieser ist, wenn ein Wirtschaftsminister 400.000 Euro für seine Selbstdarstellung ausgeben möchte, dann ist das schon ein Zeichen, dass diese Leute den absoluten Boden unter den Füßen verloren haben und dass es denen egal ist, wessen Geld das kostet. Es ist euer Geld. Es ist euer Geld. Und daran müssen wir die Herrschaften ab und zu mal erinnern. So, mehr würde ich heute eigentlich nicht sagen, aber mir fällt gerade noch was ein. In vielen Städten werden es weniger, auch hier. 400 ist eine stabile Zahl für Wittenberge, aber ein paar mehr wären doch nicht schlecht. Und ich weiß nicht, ob es so einfach ist, noch mehr Leute zu mobilisieren, aber wenn wir das nicht tun, dann läuft sich die Sache hier tot. Und das soll nicht Sinn sein. Und das wäre genau das, was die da oben erwarten. Es läuft sich tot. Wir verschenken ein bisschen was. Es gibt eine kleine Bremse. Bis März seid ihr sicher. Tralali, tralala. Lasst euch doch von diesen Leuten nicht einschläfern. Das ist ja wohl das Letzte. Das kann nicht sein. Und deshalb, Leute, immer wieder laut und raus. Es hat sonst keinen Sinn. Wir tun uns damit keinen Gefallen, wir tun denen einen Gefallen. Das dürfen wir nicht vergessen. Und was ganz wichtig wäre, ist, dass wir die einzelnen Städte, wo richtig Leute auf die Straße gehen, dass sie sich vernetzen und dass wir irgendwann es schaffen, gemeinsam in die Hauptstädte und wenn es nur die Landeshauptstädte sind, zu reisen. In Potsdam ist nämlich absolut tote Hose. Woran das liegt, weiß ich nicht. Und jetzt noch eine Bemerkung, warum das Rathaus so dunkel lag. Es ist ja nicht nur, dass da bei 19 Grad gesessen wird, die kriegen jetzt auch noch Bewegungswälder, damit sich das Licht einschaltet. So, guten Abend, Leute. Tschüss. Danke. Möchte noch jemand was sagen? Spontan? Und du musst nicht irgendjemand Regenbogen tanzen mit den ganzen Spinnern und ihren Medienschranzen. Sei doch wie du bist, gut und nicht wie sie dich wollen. Vielleicht mal irgendeine Dame? Du musst nicht, und das weißt du selber insgeheim. Es gibt einen Ort, oder ein Herr? Das war schlicht und einfach. Sag mal, sind ihr doch völlig bescheuert. Was wollt ihr denn von mir? Geht zurück in die Löcher, aus denen ihr gekommen seid. Okay. Wir können mich alle denn jetzt ist schon schön. Was Applaus! Also Leute, was ich unerhört finde, dass die Bundesregierung die Diätengelder erhöht, die Abgeordnetengelder behält und uns als Rentner, Arbeiter, Arbeitslose so schröpft,
dass die Kinder für die Eltern aufkommen müssen und die sich noch dazu stark machen und sagen, 3,9% Rente, das ist super. Das ist die größte Frechheit aller Zeiten. Ich hoffe, ihr stimmt mir zu. Auf jeden Fall, hatten wir ja schon mal gesagt. Danke trotzdem. Möchte noch jemand was sagen? Ansonsten verabschieden wir uns bis nächsten Montag. Maximale Kraft voraus. Danke.